aus Kroatien, hier von unserem Stellplatz. Wir stehen hier vorne und stehen hier ganz alleine, dachte ich bis eben. Aber steht da vorne. Hier ums Eck. Da ums Eck steht noch einer. Weiß gar nicht, warum wir hier alleine sind. Es ist richtig schön hier. Jetzt gehen wir mal gucken, was es hier am Platz so zu entdecken gibt. Oh, hier haben wir die Toilette gefunden. Guck mal. Könnt ihr das bitte alle mitnehmen? Das ist so eklig. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Es ist voll schön hier. Das Wasser ist total klar. Und ich wollte mich gar nicht mehr vor der Kamera zeigen, weil ich bin noch ein bisschen ungeschminkt. Ungeschminkt. So. Live-Bilder, wie Melli ungeschminkt aussieht. Aber ich dachte mir, es ist mir jetzt egal, ne? Das ist real. Ich habe ihr gesagt, sie kann trotzdem vor die Kamera, weil sie eine hübsche ist. Ungeschminkt und auch geschminkt. Ja, auf jeden Fall ist das schon so ein richtiger Mutiger im Wasser. Ist total schön. Ein bisschen frisch, glaube ich, das Wasser. Und hier ist auch so eine Bar. Also hier kann man echt im Sommer was starten. Ja, und Nusa läuft natürlich hier direkt die Leute an. Sie liebt halt alle Leute. And we travel slow. And then Greece, ja. Yeah. Super Kombination. Ja. Yeah. Bravo. Not bad. Have a good day. Thank you. Ja, aber ja, die Slowenen sind einfach so nett. Ey, die können auch alle so gut Englisch sprechen. Die können alle Englisch, das können die echt Leute. Das ist so verrückt, ne? Also bestimmt 60 oder so. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Ja, also meine Eltern könnten sich nicht so auf Englisch unterhalten. Mein Papa kann Pommes bestellen auf Englisch. Und sagen, dass er Steve heißt, obwohl er gar nicht so heißt. Test. Ich glaube, der Ton ist gut. Jetzt kommt Werbung. Ja, ich bin ja eher so der Typ, der ganz viele Sachen gleichzeitig macht, ganz viele Projekte am Start hat und am liebsten auch alle jetzt in dieser Minute erledigt haben möchte. Guck mal, hier wird geskriptet, so also sieht mein Schreibtisch aus. Hier Videos übertragen, Insta-Story machen. Melli macht hier gerade auch Kaffee. Und wenn ich mich auf was konzentrieren muss, dann habe ich festgestellt, dass Geräusche mich am meisten ablenken. Aber da habe ich was gefunden. Vor ein paar Wochen bin ich dann auf diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling gestoßen. Die Kopfhörer der Marke Soundcore haben einen Akku, der bis zu 40 Stunden hält und einen satten Sound. Was für mich besonders wichtig ist, weil ich viele Podcasts, Blinks und Musik höre. Außerdem achte ich beim Sound, beim Videoschneiden, darauf, dass wir eine bessere Balance zwischen Musik und Redephasen haben. Die integrierte Noise Cancelling, also Geräuschreduzierung, hilft mir besonders dabei, mich zu konzentrieren und alle Geräusche auszublenden. Die Verarbeitung ist allererste Sahne und das Design finde ich voll gut. Die Ohrmuscheln liegen optimal an meinem Ohr. Der Kopfbügel passt sich an meinem Kopf an, trotz der Brillenbügel. Und das alles ganz ohne Druckgefühl. So kann ich jederzeit dem Alltag entfliehen und mich zum Beispiel auf eine Wiese legen, ohne gestört zu werden. Mit der App kann ich die Kopfhörer verbinden und erhalte die neuesten Updates. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, ich kann den Sound genauso einstellen, wie ich es für richtig empfinde. Darüber hinaus gibt es einen Schutz, der zu lautes Abspielen von Tönen verhindert. Für alle, die mehr über diese Kopfhörer erfahren möchten, oder einfach wissen wollen, wie diese Dinger funktioniert und wo man die kaufen kann. Für all diejenigen habe ich einen Link in die Videobeschreibung reingepackt. Schaut da gerne mal rein. Ich bin jedenfalls froh, die Teile zu besitzen und möchte sie nicht mehr missen. Denn ja, arbeiten und vieles andere macht, seitdem ich die habe, einfach viel mehr Bock. Ja, genau deswegen mache ich mich jetzt auch mal wieder an die Arbeit und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video. Noise Cancelling. Werbung Ende. Jo, also das Frühstück ist erledigt. Jetzt können wir mit euch quatschen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir erzählen euch mal kurz und knapp, warum wir eigentlich wieder im Van leben, anstatt wie in einer Wohnung, was wir ja noch im Mai geplant hatten. Und das erzählen wir euch jetzt mal ganz kurz und knapp. Aufgehört haben wir damit, dass wir von Portugal nach Mieste, so heißt der kleine Ort, wo wir uns das Bauernhäuschen angeguckt haben, in 5 Tagen durchgeheizt sind, weil wir richtig gehypt waren, uns dieses Ding anzugucken. Genau, bei eBay hatten wir die Anzeige gesehen und fanden sie perfekt und dachten, okay, vielleicht ist das unsere neue Wohnung. Vanlife war uns zu der Zeit auch etwas zu eng geworden und wir hatten richtig Lust, einfach uns ein bisschen zu vergrößern. Es gab halt ein paar Faktoren, die uns gestört haben und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Dann haben wir noch ein bisschen weiter gesucht, aber dann, weiß nicht, ob das
dann die Wohnung war oder allgemein, hat sich das dann irgendwie nicht mehr so richtig angefühlt, haben dann jetzt viel Zeit mit Familie und Freunde in Deutschland ein paar Wochen verbracht und dann zu dem Entschluss gekommen, das reicht, dass wir jetzt erstmal doch keine Wohnung beziehen. Ja. Ja, weil finanziell, also die Wohnung war auch relativ günstig und dann haben wir halt weitergeschaut und ja, die Preise sind doch sehr hoch. Und das konnten wir uns dann letztendlich mit dem, was wir gerade tun, auch gar nicht leisten. Und dann hätten wir auch uns jobtechnisch anders aufstellen müssen. Und dann hätten wir keine Reisevideos mehr machen können. Und dann hätten wir damit wahrscheinlich auch gar nicht mehr Geld verdienen können. Dann hätten wir halt alles nochmal umswitchen müssen. Und dann, ja. Das hätte im Endeffekt auch bedeutet, dass die letzten zwei Jahre an Arbeit, die wir in den Van, auch in die YouTube-Videos und in alles andere, dass die Arbeit dann quasi weg wäre. Also, weil, wie Melli sagte, wir hätten neue Jobs gebraucht. Genau, und das, was wir jetzt gerade verdient hätten, wahrscheinlich dann einfach mit einer Miete, wäre einfach nicht drin. Und deswegen ja, hätten wir auch unseren Content dann halt anpassen müssen. Und das weiß man natürlich auch nicht, wie gut das dann läuft. Und ja, und vor allem auch unser Lebensstil. Also wir hätten ja dann quasi von 8 Uhr morgens bis abends irgendwie arbeiten gehen müssen, Wochenende frei oder halt wie auch immer man sich das dann einrichtet. Aber wir hätten halt nicht mehr diese Freiheit. Und wir haben das nicht gesehen, dass das ein Lebensstil mit einer Mietwohnung hergibt, der so geil ist, der so zu uns passt. Und dann haben wir gesagt, wir haben doch eigentlich jetzt einen geilen Lebensstil und wir sind eigentlich super happy, bis auf die Enge. Und da haben wir uns dann Folgendes überlegt, wenn wir jetzt in Griechenland zum Beispiel sind und es ist mieses Wetter und ja, uns fällt die Decke auf den Kopf, dass wir dann halt auch einfach sagen, dann lass uns doch für 1, 2, 3, 4 Wochen eine Wohnung einfach nehmen an einem schönen Ort und dann können wir uns da ausbreiten, ausleben und dann freuen wir uns auch wieder auf Vanlife. Weil jetzt nach den 3 Monaten in Deutschland haben wir uns so richtig gefreut, wieder loszureisen. Genau, ich glaube manchmal war so ein Break auch während der Reise, ist gar nicht mehr so verkehrt. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf unsere dritte Vanlife-Saison und starten mit euch Richtung Griechenland. Korrekt, ja. Aber jetzt starten wir erstmal in so ein kleines Dörfchen, so eine kleine Stadt. Ein bisschen weiter die Küste hoch. Rovinji heißt die, glaube ich. Und da gucken wir uns ein bisschen was an. Und morgen geht es dann komplett quer durch Kroatien. Wissen wir noch nicht genau wohin, aber Ziel ist natürlich überwintern in Griechenland. Genau, und da, wo wir jetzt hinfahren, deswegen fahren wir da auch hin, das hast du ganz vergessen, genau. Das Wichtigste, weil es da ein tolles Café gibt. Natürlich. Ich mach schon mal das Auto an, ja? Wir müssen nämlich Batterie laden. Oh. Oh. Bei sagenhaften 18%. Das ist wenig, deswegen müssen wir ein bisschen was machen, weil 8% haben wir noch, dann geht das Ding nämlich aus, dann haben wir gar keinen Strom mehr. Bringst du noch das Ladekabel für die Musikbox mit? Boah, ja, es riecht echt bestialisch. Best? Ja. Oh. Ah. Ah, Nusas Knochen. Was ist denn jetzt hier? Und es geht los. Den Kaffee kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, beziehungsweise das Café. Sehr, sehr nette Mitarbeiter, sprechen Englisch und teilweise Deutsch und der Kaffee war wirklich on the top. Also im Winter ist es wahrscheinlich geschlossen, aber jetzt ja, im Sommer, in der Hauptsaison hat das Ding auf jeden Fall auf. Und jetzt geht's hier mal weiter, mal gucken, wo wir lang müssen. Wir sind wieder am Van. Die Sonne hat richtig geballert, ich sag's euch. Es war total warm heute und aber auch richtig schön, ne? Ja, richtig süßer Ort mit vielen süßen Gässchen, richtig hübschen Restaurants und Cafés. Ja. Ja. Sehr touristisch aufgebaut, also stellt euch drauf ein, wenn ihr hierher kommt, dann seid ihr auch nicht enttäuscht. Alles ist natürlich ein bisschen teurer wie sonst. Genau, aber es ist trotzdem richtig schön viele gewesen. Viele Souvenirläden. Ja, genau, viele von diesen Läden. Und ja, manchmal wird man auch so angesprochen, wenn man nicht reingucken will und so, ist ja auch alles legitim. Aber ja, uns hat es trotzdem sehr gut gefallen und der Van steht im Schatten, absolut gut geparkt, sonst wäre da drin jetzt eine Sauna. Und jetzt geht es ja, zu einem Stellplatz, vielleicht ist der von heute Morgen noch frei. Dann würden wir uns da nochmal hinstellen. Und dann lassen wir den Tag da schön ausklingen.
So, wir fahren weiter. Es ist früh morgens und wir wollen heute gut Strecke Richtung Griechenland machen. Aber vorher gibt es erst noch mal kurzes Frühstück. So, Pause auf unserem Weg Richtung Süden. Keine Ahnung, wie viele Kilometer wir gemacht haben, aber es drückt die Blase. Und wir müssen mal ein bisschen Kaffee trinken, damit wir hier nicht einschlafen. Wie geht's dir so? Tot müde, ich hab keinen Bock mehr. Kannst du mal hier pinkeln? Ja, ich muss nämlich auch. Gib mal Gas. Ja, ey, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir sind jetzt, keine Ahnung, wie viele Stunden gefahren, wirklich lange. Bestimmt 3 Stunden lang und es war nur Wald. Kleine verstreute Dörfer mit ein paar Häusern und ansonsten nichts, gar nichts. Keine Stadt, kein irgendwie nennenswerter Fluss. Überhaupt nichts. Gar nicht. Manchmal wirklich 80 Kilometer nicht meine Ausfahrt. Ich bin jetzt mal auf die Mautgebühren gespannt. Aber ich frage mich echt, was machen die Leute da? Komm, Nusa. Oh, hier riecht's aber schon lecker. Machst du gerade Kaffee? Stand da, es ist leider nicht erlaubt, bei den anderen Dingern zu pennen, weißt du? Ja. Hier weiter ist zum Beispiel auch ein richtig schöner Platz. Kleines Bad nehmen hier. Guck mal, Nusa kann da bestimmt richtig schön spazieren. Das sieht irgendwie unreal aus. Also, du, das sieht ja viel, wir haben jetzt schön was gefunden. Und zwar, schaut euch das hier mal an. Da können wir jetzt hinfahren. Oh, hier, vielleicht kriegst du heute Abend. Krass, oder? Dein Traumessen. Und dieses Essen gibt es da. Nach Südosten Richtung E71 starten. Dobre dan. Voilà. Bye. Also, ich habe mit mehr gerechnet. Ja, hier sind wir jetzt angekommen, da steht der Van und wir gehen eine Runde spazieren. Vorher lösen wir aber nochmal ein Ticket für 4 Euro, habe ich gehört, müssen wir hier zahlen. Und ich glaube, die Häuser hier hinter mir, das sind so Ferienhäuser. Und ansonsten haben wir so eine richtig krasse Aussicht hier. Heftig. Bisschen windig. Los, komm her. Ist so windig, der fällt aus dem Mund, ja? Ja, ein Parkautomat geht nicht. Ist außer Betrieb. Like Robert Zimmerman singing a song, just gotta keep on keeping on. I really wasn't sure what I was. So, guckt mal, Burger und Pommes wurden eventuell in Aussicht gestellt und heute gibt es Pesto. Die Bar hatte zu und ist auch nicht schlecht, weil da haben wir ein bisschen Geld gespart. Boah, hinter dir sieht's aus, als würde der Mond aufgehen. Aber dabei so ist das nur die Straßenlaterne. Ach ja, jetzt seid ihr in den Bäumen, ne? Ja, krass. Ich dachte auch hier, so, zwei Monde sind da, krass. Und wir sehen uns morgen wieder. Schauen, es ist ziemlich windig. Der Van wackelt wie so ein Boot, aber es soll morgen nicht so windig sein. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können.
Ja, das hier ist so eine schöne Gegend, dass wir uns entschieden haben, heute nochmal den Tag hier zu bleiben. Wir haben jetzt hier ein kleines Frühstück vorbereitet und werden jetzt das aufessen. Und danach habe ich gesehen, dass es hier so Wanderungen gibt. Und zwar hinter uns in den Bergen führen verschiedene Wanderrouten entlang. Und davon werden wir ein oder zwei nehmen. Ich habe auch gesehen, hier in der Nähe ist der Platz, wo ja viele Westernfilme gedreht worden sind. Unter anderem halt auch Winnetou. Und das ist gar nicht so weit weg von hier und da fahren wir als erstes hin. Abfahrt! Wo ist mein Handy eigentlich? Hier. Ah. Nimmst du das? Hast du den Film eigentlich gesehen? Nee, nur dieses... Du von Bulli die Verarschung? Ja. Ja, ich auch. Aber ich war mal irgendwo mit der Schulklasse, ich weiß nicht welches Jahr das war, waren wir in irgendeiner Aufführung. Now it's all the same. Call me out from my shadow self. It's time I can tell. I don't wanna be less than I can be. Ah. So, das hier ist also Winnetou's Place. Nee, ich glaube das nicht. Da ist eine Schlucht und da wandern wir jetzt mal hin. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Und du? Sehr windig hier, ne? Meine Frisur sitzt nicht bei dem ganzen Wind, du. Oh ja, das... Naja, wir sind ja gleich vorbei mit dem Video. Ja, aber es ist für Fernsehen, weißt du? Für Fernsehen will man schön aussehen. Kacke. Na, setz dir mal eine Mütze auf vielleicht. Schon besser. Ja, ihr seht quasi da hinten, auf dem Parkplatz stehen wir und man könnte hier theoretisch auch übernachten, aber uns gefällt es hier nicht so. Da finden wir den anderen Platz ein bisschen schöner. Der hier ist super schief und es sind auch mega viele Fliegen da. Also theoretisch darf man nicht übernachten. Warte mal, geh mal hierher. Hab ich ein Mikrofon. Also ja. Theoretisch darf man hier nicht übernachten. Außerhalb der Saison vielleicht schon, weil da, wo wir jetzt stehen, darf man theoretisch übernachten, wenn man zahlt 4 € ja für den Parkplatz zum Schlafen. Ja. Also ich denke, außerhalb der Saison könnte man es machen, aber es ist eigentlich theoretisch nicht erlaubt. Ja, korrekt, korrekt. Also das Freistehen, das Wildcampen oder wie man das auch nennen mag, ist natürlich ja, in den meisten Ländern und hier natürlich in Kroatien auch verboten. Wir interpretieren das, was wir machen, zu 90% so, dass wir parken. Ja, aber zumindest steht drin, dass man halt von der Polizei weggeschickt wird. Ich glaube, in der Hauptsaison ist das nicht möglich, hier über Nacht zu bleiben. Völlig zu Recht auch, weil dann hast du da 20 Wohnmobile, die dann halt ja, hier die Ruhe stören. Und ich meine, es leben ja auch viele Wildtiere da oder halt andere, ja, weiß ich nicht, Sachen in der Natur. Also die Natur muss hier sicher auch mal ausruhen. Es kann ja nicht sein, dass hier morgens und mittags und abends irgendwie Touristenmassen in die Schlucht strömen, um sich hier den Drehort und die Natur anzugucken und nachts dann halt auch noch tausende Leute im Wohnmobil da rumchillen. Deswegen ist das in der Hauptsaison häufig verboten. In der Nebensaison wird da aber halt ein Auge zugedrückt bzw. halt einfach weniger kontrolliert. So. Und jetzt geht's erstmal zur Schlucht. Also die Aussicht hier ist schon mal richtig geil, ne? Meinst du mich? Ja, du auch. Also Freunde, ich muss sagen, der Wind ist schon so ein kleiner Bastard. Also es kommt immerhin so Böen, richtig ins Gesicht und man hat so das Gefühl, man wird so ein bisschen aggressiv davon. Ja, also ich weiß nicht, ob es beim Filmdreh auch so windig war, ich hoffe halt nicht. Aber wir müssen uns den Film nochmal angucken und ihr könnt euch den Film ja auch nochmal angucken. Und ja, vielleicht kennt ihr die Filme, also wie gesagt, wir haben sie nicht gesehen, außer die Bulli-Reihe. Und dann könnt ihr uns ja mal sagen, in welcher Szene das hier eigentlich ist. Vielleicht erkennt ihr das ja wieder. Wir wollten heute schön wandern gehen, aber es gibt halt zwei Probleme. Einmal der Wind
Und einmal haben wir festgestellt, man kann hier gar nicht wandern. Also es geht nur der Weg vom Parkplatz zur Schlucht. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also ein bisschen kann man hier schon spazieren gehen. Komm, wir gucken mal, was es da hinten noch zu sehen gibt. Ja, man nimmt die Welt halt auch ein bisschen anders wahr. Ist nicht alles immer Glitzer, Avocado, Sonnenschein. Ist halt auch mal ein bisschen scheiße, ne? Das kommt halt auch dazu. Guck mal, da hat sich schon irgendjemand so ein Häuschen gebaut. Wahrscheinlich so, ein Windschutzhäuschen. Guck mal, hat einer auch schon gedacht, kacke, ey, ist das windig. Ja, wir sind wieder zurück im Van und ja, ich wäre ganz gern mehr wandern gegangen, aber es ging leider nicht. Für alle, die sich für Winnetou interessieren, googelt doch einfach mal ein bisschen nach und dann findet ihr ganz viele Drehorte in Kroatien und somit ja, sind im nächsten Kroatienurlaub auch schon mal alle Aktivitäten abgecheckt, würde ich sagen. Es sind auf jeden Fall sehr schöne Orte mit dabei und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch gerne, teilt es, sprecht mit euren Freunden darüber, empfehlt uns weiter. Und ja, vielleicht kommt ihr nächstes Jahr hierher und sagt, hier war der Drehort von Melinda und David und nicht von Winnetou. In diesem Sinne, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich weiß noch nicht genau, wo wir da sein werden, aber ja, lassen wir uns überraschen. Oh, da fragt jemand am Stromkabel. Ich komme gleich mal. Also, bis dann, macht's gut, tschüss. Start.